Heute wollen wir mal etwas über den Tellerrand hinausblicken, wenngleich nicht allzu weit. Wir wollen uns die Leitindizes in Österreich und der Schweiz etwas näher ansehen. Gründe hierfür gibt es genug. Weshalb? Das erläutert einmal mehr Norbert Paul von der Börse Stuttgart. Norbert, fangen wir mit dem Schweizer Leitindex, dem SMI, an. Dieser steht auch heute insbesondere bei den Derivateanlegern im Fokus. Weshalb eigentlich? Richtig, das ist einer Empfehlung geschuldet, wobei man hier sagen muss, der Empfehlende hatte da schon quasi den richtigen Riecher gehabt und hatte vor ein paar Tagen auf einen sinkenden SMI gesetzt. Und da werden jetzt teilweise schon Gewinne mitgenommen. Aber tatsächlich so ist ein eher ungewöhnlicher Index, umso mehr eigentlich, umso besser, dass wir da auch mal den ein bisschen in den Fokus rücken, damit unsere Anleger auch sehen, es muss nicht immer nur der DAX sein. Wenn man gleichwohl auch sagen muss, der SMI ist schon ein besonderer, ein spezieller Index, denn er wird von drei Aktien dominiert und das ist vielleicht auch selten. Insgesamt umfasst der SMI 20 Stück, ja, aber mit Roche, Novartis und vor allem die Nestle. Die Nestle hat knapp 24%, die anderen beiden Aktien knapp 20. Muss man schon sagen, wow, das ist eine richtig große Dominanz, drei Aktien mit über 60. Marktkapitalisierung meinst du in diesem Fall? Marktkapitalisierung, also das heißt, diese drei Aktien machen in der Gewichtung vom SMI über 60% aus. Insgesamt haben wir 20 Aktien drin. Das heißt, mit diesen drei Aktien bewege ich eigentlich den ganzen Index. Das heißt, eigentlich ist der SMI eher so ein Verlauf, wie sieht es in der Pharmabranche aus und eben in der Lebensmittelbranche. Aber das ist vielleicht das ganz Spezielle, das zu wissen. Aber eben die Gewinnmitnahmen bei unseren Anlegern, die jetzt auf Put setzen, zumindest die haben mal da recht bekommen. Du hast die Gewichtung des SMI bereits angesprochen. Ja. Daran könnte sich jedoch in naher Zukunft vielleicht sogar etwas ändern. Daran wird sich was ändern und das ist auch ganz wichtig für all diejenigen, die vielleicht auch in Zukunft gerne mal auf den SMI setzen wollen, denn in naher Zukunft wird es zwei SMI-Indizes geben, den es bis jetzt auch gab und weil diese Dominanz eben von drei Aktien schon ein bisschen viel ist, hat man sich dort eben beim Indexbetreiber überlegt, dass man hier ein bisschen zurückfahren will und eine Variante anbieten will, bei der die maximale Gewichtung, also die eine Aktie im Index haben darf, dann nur noch in Anführungsstrichen bei 18% liegen darf. Heißt also in dem Fall, wir werden alle drei Aktien dann halt nicht mehr über 60% haben, sondern noch maximal dann 53-54%. Immer noch eine schwere Dominanz, aber vielleicht um das Ganze ein bisschen zurückzufahren und den anderen 17 Aktien, die vertreten sind, noch ein bisschen die Möglichkeit zu geben. Anleger müssen das aber eben beachten, es wird beide Indizes dann geben, die eben mit der gekappten und der ungekappten Variante, also dass man so hat wie jetzt auch, ist dann eben wichtig für die Anleger, wenn sie ein Produkt auf den SMI suchen, dass sie eben dann wissen, es gibt zwei Varianten und welche sie davon spielen wollen. Schauen wir in das andere Nachbarland, nach Österreich. Der ATX, lange Zeit hinkte er sehr stark hinterher, während DAX dann von Zeit zu Zeit ein neues Rekordhoch erreichen konnte, ging beim ATX nicht so wirklich viel voran. Seit einigen Wochen sieht das ganz anders aus. Der ATX holt richtig stark auf. Der ATX holt richtig auf. Warum es ihn, wenn man eine 10-Jahres-Betrachtung jetzt machen würde, vielleicht vor allem sehr stark gebeutelt hat, hat natürlich auch mit der Finanzkrise zu tun, hat natürlich auch mit der Verbundenheit. Zum einen sind da Banken gut und wichtig gewichtet im ATX und hier haben wir im Speziellen natürlich dann auch das Problem mit Osteuropa, da hat er dann auch viel gekriselt, ging viel hin und her. Dann ist mit OMV auch noch quasi ein Ölanbieter, hätte ich jetzt mal gesagt, Energiewert noch mit drin. Ja, Öl hat sich jetzt in den letzten Jahren erstmal auch nicht so gut entwickelt, allerdings. Und da kommt jetzt eben so der Turnaround rein, den du auch schon besprochen hast, sowohl bei der ersten Bank, die Erste Group, wie es ja heißt. Die ist schwerstgewichtete Aktie im ATX, der auch wieder insgesamt 20 Aktien hat. Und die Erste macht auch rund 20% aus, also ein schönes Schwergewicht. Die hat sich zuletzt richtig gut entwickelt. Auch die OMV, die macht noch rund 15% aus. Also auch hier zwei Aktien machen 35% des gesamten Index aus. Auch eine sehr starke Konzentration. Aber auch hier ging es zuletzt mal wieder ein bisschen nach oben. Und so scheint so langsam, auch wenn man noch die Raiffeisenbank mit hinzunimmt, auch eine Bank, die sich sehr gut entwickelt hat, die momentan so ein bisschen, so fast eine Verdopplung aus, so ein bisschen konsolidiert, dann sieht man einfach, es scheint hier so langsam diese ganze negative Vergangenheit etwas, ja, sich zu verbessern und deswegen holt der Index auch jetzt mal ein bisschen auf und dieses Nachholpotenzial hat er, denn würde man alle drei Indizes miteinander vergleichen, wäre auch Stand jetzt
auf Sicht eben der letzten 10 Jahre. Der ATX deutlich am schlechtesten gelaufen, der SMI okay, aber am besten wäre von allen drei tatsächlich Deutschland gelaufen. Die anderen zwei hinken hinterher. Dann schauen wir uns zum Abschluss doch noch den deutschen Leitindex etwas genauer an. Du hast es bereits angesprochen, es lief jüngst richtig, richtig gut für den deutschen Leitindex DAX. Allerdings kam jetzt erstmals in dieser Woche so ein leichter Dämpfer auf. Ist das am Ende vielleicht etwas Größeres? Ein Dämpfer, der im Übrigen auch die anderen beiden Indizes, über die wir schon gesprochen haben, genauso mit betroffen hat, weil die Weltwirtschaft eben doch so vernetzt ist. Und ja, wer war wieder mal der Auslöser? Es geht mal wieder in die USA, es geht um Donald Trump. Man hat es mit Sicherheit in den Nachrichten schon gehört. Jetzt macht man sich so ein bisschen Gedanken, hat er jetzt vor den Russen ein bisschen mit seinen Plänen, von dem, was er alles weiß, geprahlt. Was war jetzt neulich mit dem FBI-Chef, den er rausgeworfen hat und so weiter und so fort. Und so gibt es jetzt jeden Tag etwas Neues und jetzt macht man sich langsam Sorgen, dass es vielleicht doch mal noch zu einem Amtsenthebungsverfahren kommen könnte. Das müssten momentan die Republikaner stellen, weil die die Mehrheit haben. Also, ob die das wirklich wollen, liegt auf einem anderen Tablett. Aber was sehr interessant ist, wir hatten bevor Donald ins Amt kam, gab es zuerst einen Schock, weil man sagte, oh Gott, jetzt wird er Präsident. Und jetzt, wo sich mal die Anzeichen so ein bisschen erhärten, vielleicht bleibt das gar nicht, reagiert der Markt aber auch erst mal wieder geschockt und freut sich erst mal gar nicht. Es scheint so ein bisschen zu sein, als war auch mal die Zeit für Gewinnmitnahmen einfach reif. Wir haben speziell auch in Europa in den letzten 1-2 Wochen mit Frankreich gesehen, da ging es noch mal richtig schön nach oben. Und dann sucht man vielleicht auch mal den Auslöser. Gleichwohl, unsere Anleger freut sich so ein bisschen, es kommt ein bisschen Bewegung in den Markt. Die Volatilität hat auch mal richtig wieder einen Sprung gemacht, also die Schwankungsbreite. Und das ist natürlich für all die Anleger, die auf kurzfristige Bewegungen setzen wollen, was man ja idealerweise mit Optionsscheinen und Knockout-Produkten machen kann, passt das natürlich sehr, sehr gut. Drum freuen sich eigentlich auch die Anleger mal wieder, dass so ein bisschen was los ist. Genießen wir es so lange, wie es ist, weil ob es wirklich zum Amtsenthebungsverfahren kommt, na, ich glaube es mal nicht. Der Blick in den Handel an der Börse Stuttgart einmal mehr mit Norbert Paul. Vielen Dank für das Gespräch.